Sie ist da unten! Er sucht freies Schussfeld zu kriegen! Die Outsiderin ist da unten!
Sie ist da unten! Versucht, freies Schussfeld zu kriegen! Die Outsiderin ist da unten! Da ist sie! Legt sie um! Feuer! Lauf zu Roth. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Jetzt wirst du! Ah! 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 Ah!
der Hahn! So geht's! Roth, wir müssen landen! Wir müssen landen oder der Sturm bringt uns zum Absturz! Wir können nicht weg! Wir können sie nicht zurücklassen! Wir müssen landen! Keine Chance! Zieh mal nach draußen! Wir können sie nicht zurücklassen! Ich hab's kaum bis hierher geschafft! Runter! Er fängt auseinander! Na los! Scheiße! Sie sind verrückt! Nein! Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar! Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, Ihr okay? versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen.
Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Lara, es tut mir leid. Ich habe dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mache ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mache mir Sorgen um dich. Aber ich weiß, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft. Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe wie die Tochter, die ich nie hatte. Ich bin stolz auf dich. Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichte über meine Eltern mehr. Keine Bergbestattung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Dolch ist sehr alt. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammte.
sicher, dass sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und abfahren. Toll, verdammte Wölfe. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Zeigt euch! Gebt lieber auf, bevor euch die Hunde finden! Ach,
es ruhig, Bruder. Reiß dich zusammen. Krieger der Sturmwache, wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Thank you.
Käfige. Wölfe. Wie die im Wald. Werden hier gezüchtet. Da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay.
Sei vorsichtig. Es ist zu ruhig. Thank you.
Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Das kann ich noch nicht. Es ist so viel passiert. Unser Kapitän ist verletzt. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Die Crew ist verstreut. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich muss sie finden. Wir werden von den Inselbewohnern gejagt. Lara, ich wurde entführt. Hör zu, ich werde dich da rausholen. Ah! Wicked! Bin ich diese Art von Croft? Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Okay, bringen wir es hinter uns. Ist
ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Es gibt keine Alternative. Ich muss es tun. Wenn ich nicht überlebe. Wird es keiner von uns.